Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Wir sind hier in Jagenda und ja, es ist jetzt wieder ein Tag, ein paar Tage her. Ein Tag war das jetzt, wo ich die letzten Folgen geschnitten hatte, aber irgendwie keine Ahnung, also. Aber jetzt ein paar Tage, nachdem ich das letzte Mal aufgenommen hatte, auf jeden Fall. Und ich weiß auf jeden Fall hier, Alligator Jack, sind wir ja mit dem hier gerade am Quatschen gewesen letztes Mal. Hier ist noch ein bisschen was zum Sammeln, Dunkelpilze auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie gefährlich es hier ist, wo ich jetzt hier reingehen will. Maulrats, nice. Beziehungsweise Beckys. Die gönnen wir uns auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie dumm es ist, für hier reinzugehen. Ob es dumm ist. Ob da nicht noch irgendwas auf uns zukommt. Hier will ich nicht runterfallen. Nope, da will ich ganz sicher nicht runterfallen, auf jeden Fall. Wo sind wir gerade? Ah, okay. Ich würde aber dann nochmal kurz zurückgehen und mit Alligator Jack reden, weil der wird uns wahrscheinlich diesen Weg hier entlang schicken, gehe ich mal von aus. Wir haben ja mit ihm noch nicht zu Ende gesprochen. Beim letzten Mal, wir hatten das ja abgebrochen gehabt. Und ja, wir müssen hier noch so oder so einiges machen. Vor allem hier, es hieß ja, hier sollte irgendwo noch ein Fischer rumliegen. Lass uns jagen gehen. Lass uns jagen gehen. Gut. Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Bist du bereit? Ja. Ja. Gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Ja, war klar, dass er diesen Weg geht. Ich hoffe, wir sind aber hier auch den ganzen Gegnern und Viechern und so weiter gewachsen. Hier die Morals, die hier waren, haben wir schon erledigt. So, was gibt's denn da oben? Komm her, Mistvieh! Okay, die Heuschrecken erstmal. Im Grunde kann ich ihn ja alle erledigen lassen, oder? So, die Punkte bekomme ja ich. Der wird sich eh gleich beschweren. Gehe ich mal von aus. Der Talkessel. Hier müssten einige von den Biestern sein. Folge mir. Okay, hier meint er jetzt Alligatoren. Ach, Lurker. Komm her, Mistvieh. Lurker wollte er haben. So, da war aber noch eine Heilpflanze. Der wartet die ganze Zeit auf mich. Okay. Ein Mistvieh weniger. Sumpfratte, okay. Ah,
Und noch eine Runde. Oh, der kriegt auch Schaden, okay. Der kann auch drauf gehen. Das habe ich befürchtet. Was? Die paar Viecher hier sind gerade mal die Hälfte von dem, was ich brauche. Jetzt müssen wir in den Canyon. Pass auf, tiefer im Canyon wird's brandgefährlich. Wenn dir dein Leben lieb ist, bleib schön dicht bei mir. Was ist in dem Canyon? Was ist im Canyon? Wenn es irgendwie geht, meiden wir das Gebiet. Dort gibt es Razor. Ziemlich zähe Biester. Halt dich von denen fern, wenn du an deinem Leben hängst. Okay, gut, lass uns gehen. Lass uns gehen. Alles klar. Eigentlich will ich nicht gehen, aber... Ja, das klingt... Klingt schon mal super. Wo ist das Canyon? Wo sind wir gerade? Kann ich nochmal speichern? Vielleicht hier auf die 2? Nur für den Fall. Ich höre da noch mehr Lurker irgendwo. Die Frage ist nur, wo? Komm schon! Ich bin doch hinterher. Was? Was willst du? Okay, Malcolm, Schild hier. Okay, und ich höre noch Fleischwanzen. Hier müssen wir nochmal herkommen. Dunkelpilz, nice. Ja, der meckert gleich schon wieder. Komm her, Mistvieh. Immerhin die Punkte. Die kriege ich. Ein Mistvieh weniger. So. Du bist ein Jagdtalent. Meine Fresse, wenn du so weitermachst, kann ich demnächst im Lager bleiben. Hier, jo. Nimm das Sumpfrattenfleisch und bring es zu Morgan, dem Faulpelz. Du findest ihn bei uns im Lager. Er liegt sicher wieder irgendwo am Strand. Ich denke, er wartet schon drauf. Morgan? Am Eingang unseres Lagers steht meistens Henry und passt auf, dass uns die Banditen nicht angreifen. Wenn er dich nicht reinlassen will, sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Vielleicht ist er dann ein bisschen umgänglicher. Henry ist etwas übereifrig und markiert immer gerne den Boss. Kannst du mir was beibringen? Klar, ich bin ein guter Jäger. Ich kann dir zeigen, wie man Tiere enthäutet und ihnen die Zähne zieht. Wenn du willst, bringe ich es dir bei. Unterrichte mich. Was soll ich dir beibringen? Zähne ziehen, Tiere häuten, Bogen, nee. Ich hätte jemanden gerne, der Wenn mir... Wenn du mich suchst. Ich bin meistens irgendwo in der Nähe meines Lagerplatzes vor den Palisaden. Palisaden? Geh einfach weiter Richtung Westen. Dann siehst du, was ich meine. Okay. Und das ist das Canyon. Okay, im Dunkeln würde ich jetzt nicht hier rumlaufen wollen. Aber wenn ich jetzt nochmal zurückgehe, war doch, glaube ich, hier entlang. Und da hatte ich ja bei Malcolm hieß der, ein paar Fleischwanzen gehört. Ist das der richtige Weg noch zurück? Ich hoffe doch. Ich hoffe, das ist der richtige Weg zurück. Hey, hier. Du. Du kommst nicht von hier, oder? Scheinst eine weite Reise hinter dir zu haben. Beschäftigt?
Beschäftigt? Hör bloß auf. Henry will, dass ich hier die ganzen Bäume abholze. Henry? Er führt unseren Trupp an. Er steht die ganze Zeit vor unserem Lager und hält große Reden. Mehr Einsatz für die Gemeinschaft und so ein Dreck. Dabei macht er selber keinen Finger krumm. Wo ist euer Lager? Wo ist euer Lager? Du gehst einfach den Weg hier weiter Richtung Westen. Dann kannst du Henry schon herumstehen sehen. Henry ist euer Anführer? Henry ist euer Anführer? Ja, der Anführer von unserem Entertrupp. Unser Captain ist Craig. Aber Craig? Der ist zurzeit nicht da. Okay, ich muss weiter. Hey, wenn du zu unserem Lager gehst, kannst du Henry was von mir ausrichten? Die Bäume hier sind verdammt hartnäckig. Er wird noch eine Weile auf sein Holz warten müssen. Sag ihm das. Okay, wo sind die Fleischwanzen? Komm. So, die drei wollte ich haben. Was war das? Noch eine Säge, okay. Also Richtung Westen war doch, glaube ich, die Richtung, oder? Sieht so aus, als könnte das Westen sein. So, ich brauche mal eine Fackel, ich sehe sonst nichts. Ich höre Goblins. Jo, alle erstmal erledigt. So, alles mitnehmen. Da sind Leute. Ich bin mir aber noch nicht... Ich bin mir nicht sicher. Ich speichere hier mal auf die drei. Ob das hier eine gute Idee ist? Jetzt bist du dran. Okay, das ist... So, der jetzt auch noch. So. Erstmal alle kaputt gemacht, okay. So. Alles mitnehmen. So auch mitnehmen. Ja, nicht die Pfeile. Hier. Das auch alles mitnehmen. Nichts zu plündern. Da sind noch Pfeile. Und Bogen. Eschenbogen. So, wo ist meine Fackel hin? Okay, die Fackel sind wir los. Da sind ja noch mehr hinter. Jo. Gleich so viele, ey. So. Aber wenigstens gibt es noch Pilze. Und Weidenbeeren.
So, ich will jetzt erstmal meine Fackel wieder haben. Feuerkraut. Habt ihr nicht noch ein Feuerkraut? Nope. Wo ist meine Fackel? Da. Da ist nichts zu holen. Okay, nichts mehr zu holen. Ach, hier ist auch noch eine Fackel gewesen. Und noch ein Buddlerfleisch. Noch eine Fackel. Rum. Rostiges Schwert. Es scheint hier nichts mehr zu geben. Oh, doch. Waldbeere. Nichts zu holen. Und noch eine Weidenbeere. Okay, dann gehen wir jetzt mal hoch. So. Aber hier lag doch noch bei denen was rum, ne? Hier. Und hier. Wein, Grog, Wacholder und Schinken. So können... Ja, hier... Jetzt ist die Frage, gibt's hier oben was? Nope, hier oben gibt's nichts. Hat sich nicht gelohnt. Schade. Und wenn wir hier hochgehen, beziehungsweise hier reingehen, gibt's wenigstens ein Bett. Oder hier oben? Irgendwas? Okay, wir legen uns definitiv jetzt einmal kurz pennen. Bis zum nächsten Morgen. So, und Fackel weg. Oh, hier liegt noch ein grobes Schwert. Aber hier sind wir wahrscheinlich falsch abgebogen, gehe ich mal von aus. Aber wenig sind wir in der Lage, die Banditen hier kalt zu machen. Ach, hier. Hey. Unterrichte mich. Nope. Okay, lass es dir schmecken. Kann es sein, dass das hier Henry ist? Ich weiß es nicht. Ich speichere mal hier. Bevor wir dahin gehen. Halt! Freund oder Feind? Komm, ich bin mal lustig. Feind. Wir haben gespeichert. Du willst wohl, dass ich dir den Arsch versohle, du Spaßvogel. Sag, was du hier willst, oder verschwinde ganz schnell wieder. Ich will da rein. Ich will da rein. Tatsächlich? Das kostet dich aber eine Kleinigkeit. 500 Goldstücke. Was? Wofür? Jetzt stell dich mal nicht so an.
Hier im Lager gibt's eine Menge Sachen, die für dich interessant sein könnten. Du hast doch Gold, oder? Können wir uns nicht irgendwie einigen? Nun, gib mir einen Grund, dann wird's vielleicht billiger für dich. Ich soll morgen dieses Fleisch bringen. Aha, und wer schickt dich? Alligator Jack. Er sagt, morgen wartet schon darauf. So, so. Er selbst hat wohl keine Lust, was? Und Malcolm schickt mich. Ich soll dir sagen, das mit dem Holz wird noch eine Weile dauern. Ja, ja. Hätte ich mir ja denken können. Das dauert mal wieder ewig. Lass mich rein. Du hast mir eine Nachricht von unseren Holzfällern überbracht? Du willst für Alligator Jack den Laufburschen spielen und das Sumpfrattenfleisch zu morgen bringen? 300 Goldstücke. Oder du verschwindest wieder. Ganz einfach. Das ist mir zu viel. Ach, jetzt komm. Ich hab's doch für dich schon billiger gemacht. Was machst du hier? Wonach sieht's denn aus? Ich muss dafür sorgen, dass diese elenden Jammerlappen hier die Palisade rechtzeitig fertig kriegen. Wenn das nicht klappt, wird Captain Greg mir in den Arsch treten. Nebenbei passe ich auf, dass hier nicht jeder einfach so reinstiefelt. Greg ist dein Boss? Allerdings. Und für dich immer noch Captain Greg, dass das klar ist. Er ist ein großer Mann. Wenn du ihm begegnest, solltest du ihm nicht krumm kommen. Das würde dir nicht bekommen. Leider ist er momentan nicht im Lager. Sein Stellvertreter heißt Francis. Er sitzt den ganzen Tag vor Gregs Hütte und glotzt uns bei der Arbeit zu. Wofür baut ihr die Palisade? Na, um es den Banditen nicht so leicht zu machen. Die Bastarde werden immer dreister. Sie streunen schon seit Tagen um unser Lager herum, wie Haie um einen Schiffbrüchigen. Ein paar von den Mistkerlen haben sich beim Turm etwas südlich von hier verschanzt. Aber ich bin mir sicher, das ist nur die Vorhut. Sollten sie tatsächlich so dumm sein und einen Angriff versuchen, werden wir sie gebührend empfangen. Wegen der Banditen im Turm. Ich hab die schon eigentlich kaputt gemacht. Ja? Sie sind erledigt. Hast du das ganz alleine fertiggebracht? Alle Achtung. Aus dir kann noch mal ein richtiger Pirat werden. Und warum sollten die Banditen euch angreifen? Weil Krieg ist zwischen ihnen und uns. Was meinst du denn? Am Anfang war alles ganz locker. Wir haben sie hergebracht, sie sind in ihren Sumpf marschiert und haben uns in Ruhe gelassen. Aber mittlerweile greifen die Mistkerle jeden an, der nicht zu ihnen gehört. Was weiß ich, welcher Teufel sie reitet. Kann mir vorstellen, dass sie scharf auf unsere Boote sind. Es gibt nämlich keinen anderen Weg, um von hier wegzukommen. Frag mal Skip zu dem Thema. Der war bei ihnen und ist gerade mal ebenso mit dem Leben davongekommen. Ist eine interessante Geschichte, die er da zu erzählen hat. Nur schade, dass du sie nicht hören kannst. Du hast nämlich noch nicht deinen Wegzoll bezahlt. Okay, lass mich rein. Du hast mir eine Nachricht von unseren Holzfällern überbracht? Du willst für Alligator Jack den Laufburschen spielen und das Sumpfrattenfleisch zu morgen bringen? Und was am besten von allem ist, du hast uns die Galgenvögel am Turm vom Hals geschafft. Hätte nicht gedacht, dass du das alleine schaffst. 100 Goldstücke. Oder du verschwindest wieder. Ganz einfach. 100 Gold? Kann ich das noch günstiger machen? Ach komm, egal. Scheiß drauf. Hier. Gut. Hier hast du das Gold. Danke. Willkommen in unserem Lager. Wenn du vorhast, bei uns anzuheuern, muss ich dich enttäuschen, Junge. Der Captain ist mit der halben Besatzung auf Kaperfahrt gegangen. Und er ist der Einzige, der entscheidet, wer bei uns anheuern darf. Aber du kannst bleiben, bis er wieder da ist. Vorausgesetzt, du machst hier keinen Ärger. Okay. Das sind eigentlich ganz nette Piraten, muss man sagen. So. Ach, wie süß die Piratenflagge da oben. Er hat auf die falsche so, Seite Garrett, gehört. Brandon, Matt, Pirat. Meinst du, mir geht es besser? Bones? Ich guck mal erstmal, wie die alle heißen. Beziehungsweise ich suche Skip. Es hieß ja, Skip soll hier sein. So, Bill.
Skip, da haben wir ihn. Ich wundere mich. Sieh mal einer an, wer dem alten Skip hier über den Weg läuft. Ich kenne dich. Die Bucht in der Nähe der Stadt, erinnerst du dich? Skip, richtig? Ich sehe, ich habe einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber ich habe deine Visage zwischendurch noch irgendwo gesehen. Ah, sicher. Naja, schlecht getroffen. Aber du bist es. Mach dir nichts draus. Mein Steckbrief sieht genauso dämlich aus. Ja, was machst du hier? Was machst du hier? Hey, ich bin gerade aus Corinnes zurück und jetzt warte ich darauf, dass Greg wiederkommt. Ich habe Greg und Corinnes gesehen. Wirklich? Verdammt, hätte das anders gemacht. Dann muss was schiefgelaufen sein. Er sollte eigentlich längst mit unserem Schiff hier sein. Es wird wohl das Beste sein, wenn ich nach Corinnes zurückfahre und dort auf ihn warte. Aber heute bestimmt nicht mehr. Ich bin ja gerade erst hier angekommen. Was kannst du mir über die Banditen erzählen? Die Banditen? Sie greifen uns an. Was meinst du, warum wir die Palisade bauen? Wir haben die Drecksäcke selber hier rüber geschippert. Haben mit ihnen gehandelt. Junge, ich sage dir, die haben so viel Gold, dass es ihnen aus den Ohren wieder rauskommt. Sie waren bereit, jeden Preis für ein Fass rumzubezahlen. Aber die Zeiten sind vorbei. Jetzt ist Krieg. Was ist passiert? Die Mistkerle haben ihre letzte Lieferung nicht bezahlt. Also bin ich hin und wollte sehen, wo unser Gold bleibt. Aber als ich in den Sumpf kam, griffen die Schweine mich an. Und das ist noch nicht alles. Sie haben Angus und Hank umgelegt. Zwei von unseren besten Jungs. Geh bloß nicht in den Sumpf, sag ich dir. Die greifen alles an, was nicht so zerlumpt rumläuft wie sie. Bist du Raven schon mal begegnet? Allerdings. Ich war bei Henry vorne am Tor. Da habe ich gesehen, wie Raven einige von seinen Jungs bei dem Turm im Süden postiert hat. Ganz in der Nähe des Lagers. Ich schätze, die sollen uns ausspionieren. Ich habe auch gesehen, wie er seine Leute behandelt, wenn sie nicht tun, was er will. Jeden, der ihm nicht aufs Wort gehorcht, bringt er eiskalt um. Raven, musst du dich in Acht nehmen, sage ich dir. Erzähl mir mehr über Angus und Hank. Angus und Hank sollten sich mit ein paar von den Banditen vorm Lager treffen. Sie hatten jede Menge Krempel dabei. Alles, was die Mistkerle bei uns bestellt hatten. Schmiedestahl und Dietriche und so ein Zeug. Aber sie kamen nie zurück. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Schweine haben sie mit Sicherheit um die Ecke gebracht. Morgan und Bill haben die beiden gesucht. Ohne Erfolg. Bill war ziemlich fertig wegen der Sache. Er war mit den beiden befreundet. Er ist noch jung. Die nimmt sowas noch so richtig mit. Wir anderen haben es mit Fassung getragen. Die Waren waren ja noch zu verschmerzen. Ach, aber der Grog, den sie dabei hatten, das waren mindestens 20 Flaschen. Ich brauche eine Banditenrüstung. Du willst da reingehen? Bist du wahnsinnig? Wenn die Typen rausfinden, dass du nicht zu ihnen gehörst, machen die Hackfleisch aus dir. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Du lässt nicht locker, was? Also gut, wir hatten mal eine hier. Greg hat sie sicher noch irgendwo oben in seiner Hütte. Wenn er wieder da ist, kannst du sie ihm vielleicht abkaufen. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Hast du eine Ahnung, wie ich in Greg's Hütte komme? Hast du eine Ahnung, wie ich in die Hütte komme? Au, immer langsam. Du willst dich doch nicht so einfach an Gregs Krempel vergreifen. Doch. Als er abfuhr, hat er Francis den Schlüssel gegeben und ihm befohlen, niemanden in seine Hütte zu lassen. Was kannst du mir über Francis erzählen? Hört einfach nicht auf. Francis ist unser Schatzmeister. Der Captain vertraut ihm. Deswegen hat er ihm auch wohl das Kommando übergeben. Obwohl ihn keiner von den Jungs hier wirklich ernst nimmt. Wenn du mehr wissen willst, rede mit Samuel. Er hat in der kleinen Höhle nördlich von hier seine Schnapsbrennerei. Es gibt niemanden hier im Lager, über den Samuel nicht eine Menge weiß. Glaubst du wirklich? Okay, und wegen des Grogs? Wegen des Grogs. Dir fehlen 20 Flaschen, sagst du? Ja, verdammt. Das war mein gesamter Vorrat. Erzähl dir doch nichts Neues. Okay, kannst du mich noch kriegen? Hast du was zu verkaufen? Wenn du handeln willst, geh zu Garrett. Er kümmert sich um unsere Lagerbestände. Der soll mir nichts umfassen.
Okay, kannst du mich nach Korinnes bringen? Kannst du mich nach Korinnes bringen? Meinst du, nee, geht es besser? Ich fahre später. Werd mir erstmal einen ordentlichen Schluck Grog genehmigen. Okay, dann alles klar. Geht es besser? So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge lernen wir mal die anderen hier kennen. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.